Ein Blick, der einem Angst macht. Er habe sich noch nie so sehr gequält. Tim Wiese, der Wrestler. In 2,5 Wochen steigt er das erste Mal in den Ring. Ich bin fit. Lang nicht mehr so hart trainiert wie in den letzten Wochen und Monaten. Und von mir aus könnte es morgen losgehen. Wiese, ein Muskelberg, 120 Kilo schwer. Nur die nach hinten gegelten Haare erinnern noch an den einzigen Nationalspieler und Bundesliga-Torwart. Fußball ist heutzutage, gibt es hier nur noch die lieben Jungs. Das ist ja ganz klar, man wird vom Verein so gedrillt, dass man halt immer nur das sagt, was man sagen darf. Ich war ja früher nicht so, deswegen bin ich auch viel angeeckt und vielleicht habe ich halt dann, ja, ist mir alles irgendwas, keine Ahnung, irgendwie, den, oder egal, lassen wir das mal weg. Deswegen aber im Wrestling kann ich mich geben, so wie ich bin, ne? Immer volle Kanne voraus. Wiese, der Spätstarter, will in den USA ein Superstar werden. Sein Kampfname und sein Kostüm sind noch geheim. Weiß ich nicht. Das ist ja nicht meine Sache. Also ich weiß nicht, ob ich im rosa Höschen herumlaufen könnte. Aber wie gesagt, das ist die Entscheidung der Leute da drüben und stecke ich nicht mit drin. Am liebsten würde er etwas Schwarzes tragen, etwas Beängstigendes. Wiese polarisiert, ein Buhmann aus Leidenschaft. So war er schon als Spieler. Genau diese Rolle gefällt ihm auch als Wrestler. Können mich alle hassen. Die Deutschen werden mich bestimmt lieben. Oder auch nicht, keine Ahnung. Lampenfieber hat er nicht. Er weiß, was ihn erwartet. Im und außerhalb des Rings. Es gibt halt so oder so Leute. Ich denke, die Leute, die mich anfeuern werden. Und natürlich die Leute denken, hoffentlich kriegt er auf die Fresse. Dass alles nur inszeniert sei, alles nur Show, diese Meinung bringt ihn auf die Palme. Wrestling sei vor allem eines, knallharter Sport. Jeder, der meint, das wäre viel Show, soll mal 2 Stunden im Ring stehen und ein bisschen Training machen. Dann weißt du, was du abgeliefert hast am Ende. Zweimal tägliches Training mit Coach und Sparringspartner. Viele Übungen sehen aus wie eine Choreografie. 30 Kilogramm Muskelmasse hat er zugelegt. Nur aus Jux und Dollerei macht er das Ganze nicht. Es gibt gutes Geld und angetrieben von einem Kindheitstraum hat er Großes vor. Das Ziel ist natürlich, irgendwann mal Champion zu werden. Das ist ein Traum natürlich. Das ist bestimmt ein harter Weg, ein steiniger Weg mit viel Schweiß, was man da verliert und was passiert und wie man plant, steht noch in den Sternen und kann man halt auch nicht so viel darüber erzählen. Tim Wiese, Wrestling sei genau sein Ding, meint er. Man glaubt es ihm.